Fußball 2000, wir sind wieder da und wir sind wieder zu viert. Wir werden natürlich besprechen, ob Bobic Kostic zu Hertha holt, werden gucken, was das für Auswirkungen auf mögliche Aufstellungen, Systeme und sonst irgendwas hat. Und dieser junge Mann ist auch wieder da und hat uns natürlich schon längst bei Instagram abonniert, was ihr natürlich auch macht. Glocken, dies, das, Ananas und keine Ahnung, mein lieber Freund. Ich freue mich drauf. Und Glocke, das hast du schon gesagt. Los geht's. Fußball 2000, wir sind wieder da und wir müssen natürlich ein Gerücht aufgreifen, was momentan Bahn bricht und mich natürlich ganz schön schockiert. Der Bobic, der alte Schlawine, der will, ja, wir lachen noch. Alte noch, Schlingel. Noch lachen wir. Der will Philipp Kostic nach Berlin lotsen und ich muss sagen, das ist nicht gut. Ja. Nee, die Gerüchte gab es ja die ganze Zeit schon. Ja. Ich glaube, die Frankfurter Rundschau hat es als offenes Geheimnis in der Branche bezeichnet, was auch immer geile Formulierungen sind. Ja. Es würde tatsächlich leider ein bisschen Sinn machen. So, für mich hat das diesen Vibe großer letzter Vertrag bei einem Verein, der momentan zu viel Geld ausgeben muss, um Spieler davon zu überzeugen, zu sich zu kommen. Würde einen 5-Jahres-Vertrag wahrscheinlich kriegen, sehr, sehr viel Geld dort verdienen. Ob das jetzt sportlich für ihn gut ist, weiß ich nicht. Also da muss man das trennen. Also finanziell wird es wahrscheinlich für ihn Sinn machen, sportlich eher nicht, meiner Meinung nach. Und ich hoffe natürlich, dass die Eintracht ihn halten kann, weil ich glaube, dass Kostic ein Spieler ist. Klar, wenn er da ist, feiern wir ihn, aber ich glaube, wir würden noch mehr merken, wie wichtig er war, wenn er weg ist. Boah, das wäre absolut fürchterlich, wenn er weg wäre. Für mich eine der zentralen, auch Identifikationsfiguren in dem Verein. Muss ja sagen, Silva war jetzt weg und er ist natürlich ein toller Spieler gewesen. Wir haben ihn aber in seiner Prime vielleicht gar nicht so im Stadion erlebt. Wir kennen Kostic, einer der Ankerspieler für mich tatsächlich. Weide, wie siehst du das? Ja, also erstmal schön, dass ich hier bei euch sein darf. Ja, welcome back, mein Lieber. Gar nicht aufgefallen. Das war der nicht da war. Nur Stefan Reich sitzt hier. Ja, das ist genau der gleiche Stuhl wie beim letzten Jahr. Bewegt mich nicht. Einfach hingetragen. Richtig schön braun geworden hier drin. Ich lebe hier auf dem Stuhl. Nee, also meine erste Reaktion war ehrlich gesagt, dass ich mir gedacht habe, Alter, warum denn die Hertha? Also das ist so dieses klassische Ding, ja. Geh zu Inter Mailand, geh irgendwo nach Spanien, geh nach England. Dann sagt man, schön, dass du da warst, geil, dass du wieder hier gespielt hast, aber dann doch nicht zu Hertha. Natürlich, dann wird er wahrscheinlich mehr Geld verdienen. Trotzdem habe ich mir dann auch gedacht, wie viel wird er da verdienen? 5 Millionen? Gibt es nicht noch irgendwo hier 2 Millionen im Jahr, die wir drauflegen können hier in Frankfurt, dass er dann vielleicht denn auch hier diesen letzten großen Vertrag unterschreibt und auch noch dieses emotionale Ding? Ja. Hier darf man nicht vergessen, man hat es oft vergessen schon wieder, dass die Eintracht nächstes Jahr Europa League spielt übrigens und die Hertha nicht. Deswegen, du hast auch schon gesagt, Silva relativ emotionslos irgendwie so hingenommen, aber jetzt Kostic zu Hertha gehen würde, aber ich find, zu Bobic, dann hat schon Geschmäckle. Ich finde das aber ganz ähnlich, weil da genau das ist das Ding. Also bei Silva, da habe ich auch gesagt, okay, geh aber bitte zu AC Mailand oder zu sich Atletico Madrid gewesen, oder zu einem geilen Verein auf jeden Fall. Und dann geht er zu Leipzig. Das hat mich geschmerzt. Gleich ist jetzt bei Kostic auch, ne, dass du denkst, ey, wenn der jetzt irgendwie nochmal in Italien einen richtig geilen Vertrag unterschreibt und dann siehst du den in 2 Jahren oder so, wie er in der Champions League oder so, was weiß ich, die Bayern abschießt oder was auch immer. Das ist für alle Seiten super, aber jetzt, wenn er wirklich tatsächlich zu Hertha gehen würde, es würde wirklich schmerzen und genau das ist das Ding, weil die Bewegung nach oben ist ja gar nicht da. Also finanziell vielleicht schon, aber dann ist es genau das, was du machen musst jetzt als Markus Kröscher. Da musst du sagen, hier, pass auf, lieber Philipp Kostic, die Leute lieben dich hier, du bist seit Jahren da, du bist absoluter Leistungsträger, du kriegst von mir aus die Kapitänsbinde, wenn du willst oder so. Und kriegst den fetten letzten Vertrag, kriegst du bei uns. Und ehrlich gesagt muss ich da widersprechen, weil ich glaube nicht, dass die Eintracht da mit der Hertha mithalten kann. Ich glaube, das muss man einfach so sehen, weil du bei der Eintracht auch mit dem Geld haushalten musst. Du musst gucken, wo das dann an anderer Stelle eventuell fehlen würde. Wenn du die 2 Millionen sagst, du legst irgendwo drauf, das ist ein potenziell ein komplett neuer Spieler auch. Ja, das ist richtig. Das ist natürlich auch Geld, was du bekommen willst, wenn die Hertha wirklich 30 Millionen zahlt. Also ich finde es gar nicht so eine einfache Kiste, zu sagen, ey, geht's nicht zu Hertha, bla bla, weil die Hertha ja trotzdem als Projekt verkaufen. Wir sitzen vielleicht jetzt hier und sagen, wir spielen nächstes Jahr international, genau wie wir es bei Gladbach gemacht haben und ihr nicht. Das kann sich aber tatsächlich innerhalb von 1-2 Jahren kann sich das ändern und dann spielt er vielleicht in Also es kann sich ändern. Der finanzielle Aspekt, auch gerade in Zeiten von Corona, darf man nicht vernachlässigen. Ne? Ich meine, ursprüngliche Hoffnung war auch, dass er zu einem Verein wechselt. Also dass er die Eintracht vielleicht verlässt nach der Saison, das habe ich mir schon so gedacht. Das denken wir jedes Jahr. Kommen. Ja, das denken wir jedes Jahr. Und jedes Jahr haben wir Angst um Philipp Kostic, weil er der zentrale Spieler ist. Jetzt auch mal ganz kurz die Fakten gerade zu ziehen. Das Gerücht ist,
roundabout 30 Millionen würde die Eintracht Minimum bekommen, was natürlich schon mal eine ordentliche Summe ist. Von jedem anderen Verein könnte ich damit leben, auch für den nächsten, letzten großen Vertrag von Philipp Kostic. Du sprichst es an, vollkommen zu Recht. Die Hertha könnte natürlich trotzdem noch ein bisschen mehr Geld haben, ein bisschen fluider sein und könnte ohne Probleme vielleicht das Gehalt bezahlen, was wir anderweitig abzwacken können. Aber trotzdem muss ich halt sagen, für mich ist die emotionale Komponente auch mit in der Betrachtung, dass Philipp Kostic dann zu Freddy Bobic gehen würde. Freddy Bobic, bei dem ich eigentlich gedacht habe, dass er keinen Spieler mitnehmen würde. Aber das Geile ist doch bei Bobic, ne, er sagt vor der Saison, das ist, ne, also stellt sich da vor und das ist hier kein Copy-Paste und so, was macht er jetzt? Copy-Paste, weißt du? Ja, und ja, Boateng, jetzt will er Kostic holen. Das nächste, was passieren wird, ist, dass er bei Real anfragt wegen Jovic. Ich bin hundertprozentig sicher. Ja. So, ich hoffe, das geht schief. Ja, auf jeden Fall. Und diese 30 Millionen, die würde ich auch gerne nehmen, aber das schmerzt dann tatsächlich, oder könnte ich total verstehen, wenn du die einfach nimmst. Weil es ist gerade zu Corona-Zeiten wahnsinnig viel Geld, wenn die wirklich 30 Millionen für Kostic bezahlen. Ja. Aber das ist härter Geschmäckle. Ne? Dann ist halt so 30 Millionen Windhorst-Blutgeld. So. Das würde mir schon. Wer weiß, ob man das bekommt. Ja. Das ist am Ende sitzt du dann in irgendeiner Netflix-Doku über Wirecard 2, wo du sagst, das Kostic-Geld das haben wir nie erhalten. Und dann ist auch keiner mehr drangegangen. Windhorst schon längst irgendwo auf den Seychellen oder so. Philippinen nach deinem Geld suchen. Gibt es einen eigenen Podcast darüber? Also, das würde ich tatsächlich, bei der Hertha würde ich das verlangen. Ja, nur Vorauskasse. Nur Cash, Alter. Komm angelaufen. Ansonsten vertrauen wir euch nicht. Kleine unmarkierte Scheine. Aber guck mal, es ist gut, dass ihr es anspricht, weil tatsächlich ist ja Windhorst ist jetzt einigermaßen noch ein dubioserer Geschäftsmann. Der hat schon den richtigen Namen, machen wir es da nicht mal. Der windige Horst auf jeden Fall. Ja. Also das muss man schon so sagen. Ich meine, klar, du hast vollkommen recht. Natürlich sind die ein bisschen fluider, aber kriegt die Eintracht jetzt nicht trotzdem irgendwie ihm ein Gegenangebot zu machen, weil sie dementsprechend attraktiv ist? Ich glaube, das ist ein Preis, was du gesagt hast. Du musst sagen, hier, du kriegst hier vielleicht 1,5 Millionen weniger, aber die weichen Faktoren, die du besprochen hast, kommen halt dazu. Das muss er auch wissen und er muss auch wissen, dass er in ähnliche Projekte, wie die Hertha aktuell ist, schon reingekommen ist und dort abgekackt ist. Das ist ja genau das Ding. Also klar, Hertha ist ein Projekt, aber die erzählen auch schon seit Jahren, dass sie irgendwann in die Champions League wollen. Und also wirklich als Kostic davon auszugehen, ich gehe jetzt dahin und in zwei Jahren spiele ich eventuell Champions League. Digga, nee, also dann gehe ich halt zum Verein, wo du direkt Champions League spielst. Das wird halt einfach nicht passieren. Weil die jetzt Suat Serdar geholt haben und der Fredi auf der Tribüne sind, spielt, die Hertha wird in den nächsten 5 Jahren keine Champions League spielen. Würde ich wetten. Bei dir, ja. Da wird Philipp Kostic in seinem Leben keine Champions League mehr spielen. Von daher, dann geh halt zum Champions League-Verein, zum richtigen. Da wären wir auch okay mit. Also ich meine, das können wir ja verstehen, wenn er jetzt nochmal, AC Milan war, glaube ich, in der Verlosung. Inter war in der Verlosung. Ja, whatever, dann ist es halt so. Ja? Also ich meine, damit kann ich leben, aber zu Hertha, mit dem Geschmäckle, nur das, Bobic, du hast so schön gesagt, die Copy and Paste hast du jetzt noch ein paar Mal drin. Das One-Trick-Pony. Ja, auf jeden Fall. Ich habe ein wunderbares Konzept. Gute Idee, wir wollen den Board hängen. Hier, dann kenne ich noch so ein Linksaußen aus Frankfurt. Was mag Bajeco holt er auch noch? Genau. Pacenza könnt ihr holen. Also, wenn du also da Mascarell. Mascarell. Also, wir sagen Nein zum Wir sagen Nein. Zum Kostic-Transfer. Fußball 2006 den Daumen, damit muss die Sache auch erledigen. Der Transfer wird nicht stattfinden. Das Veto. Das wird morgen durch die Presse gehen. Veto aus dem Ältestenrat. Kostic-Transfer abgelehnt. Können wir jetzt sagen. Fußball 2000 schiebt Riegel vor. So, ganz ehrlich, die 5-4 Weisen hier ja, am Kaffeetisch. Ja. Naja, gut. Hier habt ihr es zuerst gehört, Kostic-Transfer, der wird nix. Aber wir müssen uns natürlich trotzdem mit der Personal beschäftigen. Aber es gibt ja grundsätzlich die Frage, die wir letzte Woche schon aufgeworfen haben, wo wir gesagt haben, was machen wir? Hier biebt's. Viererkette, Fünferkette. Wie stellt die Eintracht überhaupt auf? Und bei den ganzen Variablen, wie ist denn die Aufstellung der Eintracht? Wie sieht es erstmal für dich aus? Welches Gefühl hast du erstmal? Viererkette, Fünferkette? Jetzt haben wir den Test gesehen, sehr erfolgreich gegen Sandhausen. 1-0 gewonnen. Also der Weg geht in die richtige Richtung. Eintracht! Das schätzt mir Sandhausen nicht, das sagt's euch. Nein, auf keinen Fall. Gaudino als junger Spund schon einen Torschuss losgelassen. Auch mal auf den Zettel schreiben. Auf jeden Fall. Was ist denn dein Gefühl, Vierer- oder Fünferkette? Da ich die letzten 5 Wochen sowohl körperlich als auch geistig nicht in Frankfurt war. Nee, also natürlich, wenn man Glasner kennt, komplett in Wolfsburg die komplette zweite Halbserie Viererkette gespielt. Habe ich die ersten Tests Viererkette gespielt. Wenn man auf die Spieler guckt, die so gekauft wurden, Lenz und so weiter, glaube ich, es geht in Richtung. Siehst du, ich habe ihn nicht vorbereitet. Beide. Nee, ich glaube, es geht in Richtung Viererkette, will ich jetzt mich festlegen. Ich finde, wir haben ja wir aber haben man muss es auch gucken, man muss auch an den Spielern irgendwie sich orientieren, wenn es Kostic geht.
könnte es in eine Richtung irgendwie kippen und wenn Kostic bleibt, dann in die andere, weil Kostic vielleicht in dieses Viererkettensystem gar nicht so perfekt reinpasst. Also, wir wissen das nicht, aber vielleicht ist das ja auch eine Aufgabe für Fußball 2000, das herauszufinden. Genau. Tatsächlich, wir haben ja letzte Woche schon gerätselt und haben irgendwie gar keine definitiven Aussagen treffen können. Da haben wir uns gedacht, heute machen wir mal Folgendes, wie in der Schule machen wir Gruppenarbeiten, wir teilen die Gruppen auf, wir machen hier einmal in der Mitte einen Strich und dann wird jeder der anderen Gruppe die jeweilige Aufstellung präsentieren, würde ich sagen. Na, dann würde ich sagen, fangen wir doch mal an. Fußball 2000, Gruppenarbeit, los geht's. Alles gut. Der Weide will den Salazar hier aufstellen. Ich hab ihn schon immer so, ich wusste es. Hast du schon so gesagt. Das kann doch. Mann, das kann doch nicht wahr sein. Hier, was ist denn los? Habt ihr euch gestritten oder was? Ja, was war denn los? Wir werden uns einfach nicht einig wegen Lindström. Ich habe hier einen gefunden für die Eintracht, glaube ich. Von den Tschechen. Fußball 2000. Wir haben uns ein wenig gestritten. Hitzige Diskussion. Aber ich würde sagen, jetzt gucken wir mal auf die Aufstellung. Die Fußball 2000. Ja, Gruppenarbeit. Fangt ihr doch mal an. Mein Fall erreicht. Komm, Stefan, bin ein bisschen aufgeregt. Wie immer, weil, es gibt bestimmt eine Eins. Weil Referaten schlecht vorbereitet, aber... Ich bin gespannt, wer von euch eine Tafelschrift hat. Haben wir einen Stift? Stefan Reich auf jeden Fall. Stefan, das ist falsch rum. Ja. So, komm, alles klar. Ah. Nehmen wir rot dann. So, also wir haben uns für die wir haben eine Aufstellung gemacht. Kostic ist weg. Oh. Ohne Kostic. Oha. Wir haben uns, sollen wir die Taktik schon verraten? Ja. Für ein extrem offensives 4-1-4-1 entschieden. Oh, voll frei. Wenig überraschend. Lieblingsspieler von Marvin Mendel. Kevin Trapp hat ein super Spiel gemacht, muss man sagen. Also hat wirklich die Dinger rausgeholt. Ich finde, Kevin Trapp hat auch wieder erneut ein richtig gutes Spiel gemacht. Kevin Trapp, er strahlt Sicherheit aus. Das ist doch etwas, was er der Mannschaft auf jeden Fall gibt. Jens Kral. Darüber muss man sich übrigens auch empören in den sozialen Netzwerken. Kevin Trapp auf links außen. Passend zum Wetter, der Lenz ist da. Links hinten, nicht links außen. Links hinten, genau, wir wollen eine Viererkette. Das ist ein Referat, kontrollieren wir. Ja. Jetzt passend zur Figur von Stefan Reich. Martin Hinteregger. Das wird noch spannend sein, sag ich, weil zwei Linksfüße ging ja bei dem ehemaligen Übungsleiter nicht. Schauen wir mal, ob Klaassen das hinkriegt. Hinten, ja. Unten Dicker in der Mitte und ganz rechts außen Danny da Costa. Danny da Costa bei ihm heißt. Schön, dass Danny wieder dabei ist, ja. Mhm. Ja, dann, ich glaube, da sind wir fast einig. Ich glaube, da bin ich gespannt, ob ihr da irgendwie eine Variation drin habt. Ich glaube nicht. Dann gibt es einen Sechser, der muss sehr viel laufen und alles abräumen, aber er kann es. Mhm. Der neue Capitano vielleicht. Aha, okay. Seppel Rode. Mhm. Und dann haben wir vorne eine sehr, sehr offensive Viererkette. Das wird Basti nicht gefallen, aber wir setzen voll auf Blanco. Den werden wir schön verheizen direkt. Ja. Der hat ja nur einen Zweijahresvertrag bekommen, der muss ja irgendwann spielen. Ja. Der ist ja nächstes Jahr wieder weg. Ja. Hier auf der Halbposition spielt Lindström. Aha. Das kann er. Wird er noch lernen. Mhm. Nebendran Younes, der hoffentlich bald wieder fit ist. Mhm. Und jetzt wird es interessant, weil wir haben natürlich die Kostic-Millionen schon ausgegeben. Und es kommen hinzu natürlich die Kamada-Millionen. Mhm. Kamada verkaufen wir auch noch. Tschüss, Deutschland. Dann sollte also, man sich Marius Bülter leisten. Ja, auf jeden Fall. Das haben wir von Anfang an gesagt. Eigentlich hätten wir gerne 11 von Marius Bülter, aber... Er ist leider schon zu Schalke und er kann leider nicht nochmal wechseln im Sommer. Vielleicht im Winter eine Option, aber sollten wir uns im Hinterkopf behalten. Auf jeden Fall. Marius Bülter. Bülter von dir. Deswegen kaufen wir den Mann mit dem schönen Namen Haugel. Ah, okay. Aus Mailand. Der ist ja eh schon im Gespräch. Wir haben sehr schön, das kann kein Mensch lesen, glaube ich. Aber es ist trotzdem doch, natürlich. Und natürlich absolute Königstransfer, den wir noch holen. Da habe ich schon vor Monaten angekündigt, Sascha Kalajdzic wird kommen. Ihr habt es hier zuerst gehört. Du hast unsere Sendung nicht geschaut. Wir reden seit drei Sendungen über nichts anderes. Okay. Also ich finde es eine geile Aufstellung. Vielleicht ein bisschen offensiv, wenn es gegen gute Mannschaften geht. Ja, nix da. Rennst du Augsburg 6-0 die Bude ein. Kannst natürlich auch hier noch, wenn es
defensiver sein, sondern kannst du den zum rausnehmen, machst noch einen Sechser daneben, hast du 4-2-3-1. Der muss auch aber du hast dann sehr, sehr viel Wagnisse dabei, ne? Wenn wir jetzt hier mal gucken. Sandro Wagnisse? Lindström natürlich ein Spieler, der ein bisschen Geld gekostet hat, dementsprechend auch was leisten soll. Mit Hauge hast du einen Perspektivspieler, der jetzt eigentlich kein Perspektivspieler ist, aber jetzt im Rande dazu, der zur Eintracht zu kommen, das wäre natürlich schon ganz nice. Aber mit Blanco, keine Ahnung, sollen wir das so früh machen? Was sagst du dazu? Also für mich ist es eine typische Transfermarkt-Fußballmanager-Aufstellung, wo du einfach diese, weil sie neu sind, sind sie geil. Ja. Das ist wie die neue Klamotte, die du dir gekauft hast. Das ist erstmal geil. Irgendwann merkst du, weiß ich nicht genau. Also ich glaube, den Fehler machen alle immer, dass man vor der Saison zu viele neue Spieler reinwirft. Und ich glaube, dass wir einen Stamm sehen werden von Spielern, die schon da sind, weil die wissen, wie es läuft. Das wird man vielleicht gleich in unserer Aufstellung. Aber bei Blanco, wenn du halt wirklich mit einem klassischen Rechtsaußen spielen willst, sehe ich da niemanden sonst im Kader. Aber das ist ja schon das Problem von der Eintracht seit Jahren, dass sie da keinen haben. Also wenn du da dann Timmy Chandler in allen Ehren und so, aber der gehört schon eine Chance bekommen. Ich gehe auch davon aus, dass der vielleicht nicht Stamm spielt oder so und vielleicht auch, wenn sie eher mit einer Fünferkette oder so spielen, dass er sich dann was ich mit. Aber ich sag mal, die Wahrscheinlichkeit, dass das wirklich die Aufstellung ist, ist extrem gering. Liebe Leute, schreibt mal in die Kommentare, wie euch diese Aufstellung gefällt. Und jetzt machen wir mal unsere Aufstellung. Sollen wir einfach rumdrehen? Ich halte, genau. Ich will nicht mehr festhalten. Alles klar. Ich gebe dir mal die Sachen. Was? Du hältst das fest? Alles klar. Ich meine, so rumdrehen. So umdrehen. Das macht ihr. Auf den Kopf. Ich tu mir nur weh. Auf den Kopf, das ist hier oben. Umfassen. Seit Jahren nicht mehr so viel Sport gemacht wie jetzt gerade, ihr zwei. Morgen muss ein Kader. So, jetzt kannst du? Geht das? Ich habe halt keine gute Schrift. Kannst du das nicht mehr drauf? So, liebe Leute, wir haben uns natürlich die Aufstellung ausgedacht, aber noch mit Philipp Kostic, denn wir sind optimistisch. Optimistisch. Optimistisch! Das ist Philipp Kostic. Wir müssen auch optimistisch. No-brainer, liebe Grüße an unseren neuen Zuschauer Kevin Trapp. Auf jeden Fall, Kevin. Kevin ist ganz klar. Unser Herz solider ist immer bei dir. Solider bis guter Torhüter. Nein, sehr guter Torhüter. Irgendwann bekommt Reich noch eins aufs Maul, deswegen. So, bei uns bleibt Kostic natürlich. Ja. Kostic. Bei uns bleibt Kostic, deswegen gehen wir auch auf die Fünferkette, weil das ist elementar, das ist eine perfekte Position. Auf jeden Fall. Deswegen haben wir uns dafür entschieden. Wir haben tatsächlich überraschenderweise auch auf rechts, wahrscheinlich auch aufgrund von mangelnden Alternativen, Danny da Costa genommen. Ja, ich habe so Bock, dass der ist wieder da, der ist motiviert, hat gute Statements abgelassen und ich glaube, der Junge kann unter einem neuen Trainer auf jeden Fall. Der hat einfach keinen Bock auf den Übungsleiter, der kommt wieder. Der kommt wieder. Der war auch gut in Mainz. Innenverteidigung, no surprises, würde ich sagen, oder? Innenverteidigung, no surprises. Wir haben in der Mitte Papa Hinti. Ja. Wer den Laden zusammenhalten wird, rechts gehen wir mit Tuta. Und links Dan Dicker. Ich bin übrigens sehr gespannt. Ich glaube, dass eventuell diese Saison sein könnte, der Hasebe nicht mehr so oft spielt. Ja, glaube ich ja, auch. Ja, das muss jetzt auch kommen. So. Ja. Weil Viererkette kann er nicht spielen. Hier hat das letzte Saison. Hasebe ist halt wahrscheinlich der erste Backup, wenn hier sich was verschiebt, dass dann quasi, wenn Dicker ausfällt, dass man. Aber mit 37 muss man auch sagen, es ist in Ordnung langsam, dass er dann dementsprechend der Backup ist. Am Ende wieder trotzdem spielen, soll ich. Ja, irgendeinen Platz werden sie schon finden. Kann schon sein, aber trotzdem ist das natürlich die optimale Baba-Innenverteidigung. Ich glaube, wenn was passiert, dann halt wirklich nur im Ersatz. Ne? Also das dahinter, da muss noch was passieren, glaube ich, aber das wird halt nicht für die Stammformation sein, ne? Gehe ich mal von aus. Wie machen wir es? Also haben wir auf jeden Fall hier hinten viele bekannte Gesichter. Auf jeden Fall. Was ich meinte. Eigentlich, genau. Weiteres bekanntes Gesicht ist mein persönlicher Friend. Auf jeden Fall. Von dem erwarte ich mir diese Saison noch mehr, mein lieber Freund. Noch mehr. Aber dementsprechend, so bleibt auf jeden Fall bei uns eine Bank, hat eine ordentliche Saison gespielt. Da rütteln wir nicht dran. Ne? Finde ich auch nicht. Ist laufmäßig auch sehr, sehr wichtig, weil er sehr, sehr viele Kilometer macht. Ja. Und wir werden ihm auf jeden Fall einen Assassin daneben setzen, dass so mehr Freiheit nach vorne hat. Und wir werden mit einer Knarre in der Tasche Salazar ja, so, das ist nämlich persönlich sogar mein Dark Horse. Wir haben ja letzte Woche schon mal drüber gesprochen, welcher Spieler, von dem es nicht unbedingt erwartet, macht ein paar Spiele. Ich sage ja immer noch 20 Spiele, 2 Tore für Salazar nächste Saison. Und wir haben uns dann dementsprechend gegen Rode entschieden. Ob das so realistisch ist, wissen wir nicht. Aber ich glaube, es ist natürlich ein Wechselspiel. Wir haben sehr, sehr viele Spiele. Aber bei Rode hat man irgendwie so ein bisschen die Angst, dass er diese ganzen Spiele vielleicht gar nicht drin hat. So, dass er ein bisschen mehr Pausen braucht. Ich hoffe, dass er wieder wird fit. Aber bei Salazar kommt halt hinzu, du hast gesagt, der Überraschungsfaktor. Wir haben halt einen, wo wir denken, okay, den können wir vielleicht ein bisschen einbauen. Ja. Und ich glaube, er bringt die nötige Aggressivität mit. Ich glaube, so ist er introvertiert, läuft viel, kann das Spiel strukturieren. Ich glaube, wenn er Salazar neben sich hat, ist eigentlich die ideale Mischung. Das glaube ich auch tatsächlich. Und ganz ehrlich, du hast eben richtig gesagt, es kommen beide auf genügend Spiele. Wenn wir weit im Europacup kommen, DFB-Pokal, dann kommt jeder auf locker 20 Spiele und dann läuft der Lachs auch so. Und wir sind ein bisschen Backup-mäßig dabei, weil Rode schon ein bisschen verletzungsanfällig ist. Wir kennen das von damals. Wie geht's denn weiter? Was ist jetzt die 1A oder die 1B-Aufstellung, die ihr da macht? Das ist die 1A-Aufstellung, würde ich sagen. Weil jetzt kommt natürlich einer unserer Lieblingsspieler. Ja, gut.
Armin Younes, ich glaube, da geht kein Weg dran vorbei, Basti, oder? Auf gar keinen Fall. Nee. Also auch in der zentralen Position, dass er quasi der alleinige Herrscher vorne ist, der das Spiel mit Zou zusammen strukturiert und nicht mehr diese Halbposition hat, sondern dass Younes quasi der ist, der dafür sorgt, dass die beiden, die wir nach vorne gestellt haben. Oha, jetzt wird's spannend, liebe Leute. Jetzt haben wir den nächsten Killer. Ja. Wir nehmen Boré. Die Neuverpflichtung, ich bin sehr gespannt, was er zu leisten imstande ist. Aber es ist tatsächlich nicht das Einzige, Basti, ne? Tatsächlich nicht und wir sind uns einig. Bei uns spielt auch Sascha Kalajdzic. Von dem Fußballmanager hier, ey. Wie soll der denn bezahlt werden, ey? Ja, mit den Kamada-Millionen bezahlt. Natürlich. 1:1. Ja, safe, oder? Also ganz klar, wir sehen auch hier, Kamada findet ihn in ihrer Position leider nicht mehr wirklich statt, muss man sagen. Aber Kalajdzic ist natürlich der Spieler, den wir uns wünschen, der auch ein bisschen mehr ein Brecher ist für Boré. Mit gutes Zusammenspiel mit dem Mann. Ich glaube, du hast halt hier in diesem zentralen Verbund sehr, sehr viele unterschiedliche Typen und das könnte sehr, sehr viel Flexibilität uns bringen. Plus du hast hier die Banker an der Seite, du hast diese eingespielte Abwehr und einen der besten Torhüter der Bundesliga. So, absolut. Auch definitiv. Und jetzt will ich mal hören, ist es realistisch, was ist realistischer? Liebe Leute, schreibt ihr mal in die Kommentare, was ihr als realistisch erachtet. Und was eure Aufstellung. Ja, und was eure Aufstellung ist, sagt das mal. Aber Weide, was sagst du? Bist du zufrieden, bist du nicht zufrieden? Wir wurden dafür kritisiert von euch, dass wir zu viele Neue drin haben. Ich habe gerade nachgezählt, ihr habt, glaube ich, einen Neuen weniger als wir. Von daher, also. Ja, ich glaube, also ich kann mir nicht vorstellen, ich finde es gar nicht so schlecht, ich glaube aber nicht vorstellen, dass Rode nicht spielt, ehrlich gesagt. Ich glaube, Rode ist absolut gesetzt auf der 6, auch einfach, weil er vom Typ her, aber klar, Kalajdzic sind wir uns einig, der muss spielen. Ich glaube, das ist der Einzige, wo wir alle sicher sind. Ne? Das ist einfach, wie wir auch davon ausgehen, dass er schon da ist. Hat auch schon gut trainiert. Gegen Sandhausen eigentlich ein ganz gutes Spiel gemacht. Quatsch, einfach nicht gesehen. Aber, und wenn er nicht kommt, tun wir in der Saison trotzdem so. Kalajdzic, ja. Ich muss sagen, dass der nicht so oft spielt, das irritiert mich schon ein bisschen. Aber die anderen Fehler. Aber immer, wenn er reinkommt, ist er gut. Das ist geil. Stell dir mal vor, Leute haben ein paar Wochen kein Fußball 2000 gesehen, waren im Urlaub. Ja. Das zum allerersten Mal sagen, sollen die aus dem Koma aufwachen. Zerstreiten sich Familien, der Kalajdzic, wo ist mal Eintracht? Ich hab dir das schon geholt. Das zeigt mir mein Fußball 2000 die ganze Zeit. Ja, liebe Freunde. Nee, gleich, was sagst du? Gefällt mir gar nicht so schlecht. Ja gut, also ich will jetzt hier nicht der Partypuper sein, aber Kalajdzic zu bezahlen wird schon ein Ding. Wenn er nicht irgendwie eine Ausstiegsklausel hat, dann wird es schwierig, den zu holen. Rein finanziell und weil ich auch glaube, dass wenn der wechselt, dass der auch andere Optionen hat als die Eintracht. Hertha. Zum Beispiel die glorreiche Hertha. Entsprechend, ja, insgesamt weiß ich nicht. Also Zou, Salazar, da fehlt mir quasi so ein bisschen der Sechser, weil ich auch Salazar, wenn er unter Glasner spielt, glaube ich, spielt er offensiver. Das ist das ist so ein Pressing-Spieler, so ein klassischer. Mhm. Ich glaube, der würde dann eher so, also die beiden sind sich in der Hinsicht dann so ein bisschen ähnlich von der Position. Deswegen würde ich sagen, dass da eigentlich ein Sechser fehlt. Okay. Dann spielen die auch nebeneinander. Genau, Boré bin ich auch sehr gespannt, aber der hat ja selber auch schon, glaube ich, gesagt, oder weiß ich gar nicht, aber auf jeden Fall ist das eher einer, der einen zweiten neben sich braucht. Da musst du mal gucken, ob du den findest, ob das dann Kalajdzic ist. Ja, gerne, 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 liebes Universum, aber ob es so kommt. Aber da will ich dich nämlich auch mal gerade fragen. Wir sind sehr beide, sagen wir, dass wir halt auf jeden Fall nochmal einen neuen brauchen. Heißt es, dass Jovelic oder auch der zuletzt extrem agile Ackmann, der jetzt auch beim Testspiel wieder, der ist schon ein geiler Typ. Ja, das sind aber alles, du brauchst einen Stoßstürmer halt. Ja. Ne? Also das sind jetzt alles relativ ähnliche Spieler da vorne, alle eher so kleine, wuselige so. Und da fehlt einfach ein Abnehmer. Gerade wenn du einen Kostic hältst, fehlt da ein Abnehmer für die Flanken. Mhm. Und Kalajdzic wäre natürlich ein absoluter Sensationstransfer. Gerade in dieser Kombi, wenn Kostic bliebe, dass da jedes Spiel halt irgendwie 40 Flanken in den Strafraum reinsegelt und 5 davon macht er halt rein. So. Mhm. Aber ob es jetzt Kalajdzic wird oder nicht, aber du brauchst noch einen langen da vorne drin. Okay. Bin ich mir ziemlich sicher. Ja, das ist durchaus richtig. Ich finde, was die Gespräche gezeigt haben, sorry. Dass wir natürlich aber auch, egal in welcher Aufstellung, ist sehr, sehr flexibel sind. Weil du hast es auf jeder Position. Wir haben Blanco, haben wir nicht drin. Lindström haben wir nicht drin. Den könnten wir theoretisch Ackmann haben wir nicht drin. Hinpacken, ne? Das kennst du aber auch noch. Ja. Ich find tatsächlich auch gerade vor allem diese, dass ich fand das auch, als ich heute Morgen irgendwie kurz drüber nachgedacht habe, wen ich dann aufstellen will. Ja. Ich fand es extrem schwierig, gerade in der Offensive, weil du so viele Leute hast, von denen du auch gerade noch nicht so richtig weißt, hier Salazar, wir hatten Lindström drin, Blanco, Boré, Barkok ist noch hinten dran. Da weißt du gar nicht. Die Community das sind alles, das sind alles Spieler, wo du das Gefühl hast, Rustic, das sind alle Spieler, wo du das Gefühl hast, die könnten eventuell eine Rolle spielen und durchstarten.
Ich finde es gerade offensiv, so viele Leute, die quasi so offensives Mittelfeld in der Halbposition spielen, finde ich extrem schwierig. Finde ich sau spannend. Du hast eben Rustic vollkommen zu Recht aufgeschrieben, weil der wird ja tatsächlich gerade ein bisschen defensiver eingesetzt. Ja. Ne? Also der hat ja die letzten Spiele in der Saison schon auch im defensiven Mittelfeld gemacht. Kann das sein, dass der dann vielleicht zurückrutscht? Liebe Leute, schreibt mal in die Community, wo soll wollt ihr Rustic haben, auf jeden Fall. Wer spielt neben Rustic? Ja. Auf jeden Fall. Wer wird Co-Kapitän von Rustic? Laie zur ersten Bürger auch. Und wie viel Euro wird Marius Bülter kosten? Marius Bülter. Wo kriegen wir Marius Bülter hierher? Genau. Und schaut mal, ob ihr noch einen Transfer findet, der irgendwie an Kalajdzic rankommen kann. Wir haben uns aber leider schon festgelegt. So, das war's. Ciao, ciao. Ach, das war's ganz schon. Das war die ganze Folge schon. Der ganze Folge ist vorbei. Ciao. So, liebe Leute, das war die neue Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Aber bevor ich zur Empfehlung einer neuen Folge komme, liebe Leute, ihr habt es mitbekommen. Flutkatastrophe hat viele Leute viel Leid gebracht. Und deswegen haben wir euch ein paar Spendenlinks in die Kommentare gepackt und in die Beschreibung. Wenn ihr wollt, könnt ihr da spenden. Haben wir auch schon getan. Es gibt viele Leute, die sich dann darüber freuen. Und wenn ihr jetzt aber noch ein bisschen was über Kostic wissen wollt, wir haben eine Sonderfolge zu Philipp Kostic gemacht. Klickt euch da mal rein und wisst dann, warum es King Kostic ist. Oh ja, hier reinklicken. So machen wir es.